Hallo und willkommen zu unserer Serie Mein Laptop von innen. Hier möchte ich euch in einem schnellen Überblick zeigen, wie ihr den Akku tauscht und wie ihr an die wichtigsten Komponenten herankommt, wie SSD, RAM, Lüfter. Ich zeige euch dabei das Innenleben des Laptops. Ich zeige euch auch, was es an Tipps und Tricks noch gibt, was ihr vielleicht beachten müsst. Und dass es im Grunde genommen nicht so schwer ist, einen Laptop aufzuschrauben und an die einzelnen Komponenten heranzukommen. Legen wir los. So, wir haben hier ein ZenBook und ich zeige euch auch gleich, wo ihr die genaue Modellnummer finden könnt. Aber zuallererst stellen wir sicher, dass das Laptop nicht mehr mit dem Ladekabel verbunden ist. Die Modellbezeichnung finden wir hier auf der Rückseite, und zwar da oben. Und ja, also mit dieser Nummer findet ihr eben alle Ersatzteile speziell für dieses Gerät bei uns im Shop. Allgemein kann man zu dem Gerät noch sagen, dass das Display, das gibt es tatsächlich nur als komplette Einheit. Das heißt, ja, da muss man eben Bodenplatte abnehmen und dann die Scharniere abschrauben und natürlich auch das Displaykabel etc. Aber an sich ein relativ einfacher Tausch. Bei der Tastatur ist es so, die Tastatur kommt zusammen mit dem Topcase. Das Touchpad könnte man hingegen auch einzeln tauschen. Um das Gerät jetzt zu öffnen, muss man zuerst alle Schrauben lösen. Das sind einmal die drei hier und die vier hier vorne. Und da ist es so, die sind unterschiedlich lang, die drei hier und die vier hier vorne. Das heißt, die am besten getrennt aufbewahren. Ich benutze hier für alle Arbeiten ein super praktisches Universalwerkzeug. Da ist alles drin, was man so braucht. Ein komplettes Schraubendreher-Set, Öffner, Pinzetten. Ich habe mir das jetzt hier alles schon mal zurechtgelegt. Und bei den äußeren Schrauben hier handelt es sich um Torx-Schrauben. Und da nehmen wir als Aufsatz hier einen T5. Und danach müssen wir halt zu einem pH0-Kreuz-Schraubendreher wechseln im Gerät selber. Wenn man alle Schrauben hier gelöst hat, es gibt hier nicht so wahnsinnig viele Einraststellen, also das wird hauptsächlich über die Schrauben gehalten. Hier vorne kann man jetzt zum Beispiel sehen, da ist schon eine kleine Öffnung. Sollte das nicht der Fall sein oder wenn das zum allerersten Mal geöffnet wird, dann kann man hier aber ganz gut die Verbindung sehen zwischen Gehäuse und der Unterseite. Und dann kann man im Grunde genommen, egal wo, anfangen, die aufzuhebeln. Zum Beispiel hier vorne. Das heißt, man versucht da zwischen Gehäuse und Unterseite eine kleine Lücke zu schaffen und kann das dann so eben aufhebeln. Das kann manchmal auch relativ laut knacken, falls es da viele Einraststellen gibt, so wie hier jetzt an der Seite. Das ist aber normal. Da braucht man sich eigentlich keine Gedanken zu machen. Und wenn es irgendwo mal nicht so gut geht, dann kann man einfach auf einer anderen Seite oder an einer anderen Stelle anfangen und kann das dann da versuchen. So wie hier, da muss man aufpassen, dass sich das nicht zu arg verbiegt. Und genau, dann macht man einfach mit Geduld weiter. Und irgendwann kann man im Normalfall auch mit den Fingern hier schon drunter fassen und das dann nach oben hin abziehen, einfach ein bisschen rütteln und wackeln und dann ja, geht das im Normalfall dann relativ schnell. Und ja, so sieht dann das Gerät von innen aus. So, bevor wir jetzt aber irgendetwas weiteres machen, trennen wir auf jeden Fall als allererstes den Akku vom Mainboard, dass da auch wirklich kein Strom mehr drauf ist. Und der Stecker funktioniert hier so, der hat so einen kleinen silbernen Bügel. Den schiebt man erst so nach oben, genau, und dann kann man den Stecker an sich dann einfach nach oben hier weghebeln und ist so auf der sicheren Seite. Gut, was können wir hier noch sehen? Wir sehen hier drüben schon mal die SSD. Beim RAM ist es hier so, der ist fest verlötet, den kann man also nicht austauschen oder erweitern, der sitzt vermutlich hier unten drunter. Hier sehen wir noch das WLAN-Modul mit den beiden Antennen. Hier natürlich noch der Lüfter und der Heatsink.
Und eine CMOS-Batterie gibt es jetzt, so wie ich das sehe, nicht. Zumindest sehe ich jetzt hier keinen Anschluss. Also eine CMOS-Batterie gibt es hier nicht. Gut, bauen wir als nächstes den Akku aus. Und da, wie gesagt, das sind normale Kreuzschrauben. Wenn man vorher am Gehäuse den T5 hatte, braucht man jetzt hier ein PH0. Und der Akku wird von diesen Schrauben hier gehalten. Und wenn man alle Schrauben raus hat, kann man den Akku dann einfach nach oben hin aus dem Gerät nehmen und so gegebenenfalls auch tauschen. Direkt unter dem Akku sehen wir hier jetzt übrigens das Touchpad. Falls man das mal tauschen wird, das wird von diesen drei Schrauben hier gehalten und dann kann man das auf der anderen Seite quasi entgegennehmen. Da muss man allerdings natürlich auch das Kabel hier noch trennen und da nicht einfach dran ziehen. Das ist mit einem Kippschalter hier verbunden. Den klappt man erst nach oben hin auf. Und dann kann man das Kabel hier rausziehen. Das klebt hier auch noch ein bisschen. Und ja, beim Wiederverbinden da einfach nur schauen. Da gibt es ja hier vorne diese schwarze Linie, die gibt an, ob das Kabel wieder richtig im Stecker sitzt, also bis ganz zum Anschlag, dann eben zuklappen und ja, so schnell geht das in dem Fall. Die SSD ist super einfach zu tauschen, die wird nur von einer Schraube hier hinten gehalten. Das heißt, sobald man die raus hat, kann man die SSD nach hinten aus dem Slot ziehen und so natürlich auch tauschen oder nachrüsten eben. Und ja, beim Wiederverbinden, die geht auch nur in eine Richtung, also die würde so gar nicht reinpassen. Kommt die einfach wieder zurück in den Slot bis ganz zum Anschlag, wird so ein bisschen hier auf das Halbgewinde drauf gedrückt und dann kann man das wieder verschrauben. Der Lüfter lässt sich hier bei dem Gerät übrigens auch einzeln tauschen. Und der wird von diesen beiden Schrauben hier gehalten. Und dann sehen wir hier noch das Lüfterkabel. Und die WLAN-Antennen, ja, die laufen hier so ein bisschen drumherum. Und dann machen wir erstmal die Schrauben raus. Und bei dem Lüfterkabel ist es so, dass die Kabel hier sind sehr dünn. Ich würde versuchen, den am Stecker selber zu fassen und dann nach hinten hin rauszuziehen. Genau. Und wenn die Schrauben dann eben auch raus sind, dann kann man das hier einfach nach außen nehmen. Und genau, die Kabel hier aus der Führung fädeln. Das ist zum Glück nicht so wild. Und dann kann man den so eben gut tauschen. Beim neuen Lüfter, je nachdem wie das Kabel, wie rum das da liegt, da kann man hier auf einer Seite bei dem Stecker Kontakte sehen. Die sind eben nur auf einer Seite. Und die zeigen beim Wiederverbinden nach oben. Und ich würde auch auf jeden Fall immer erst das Kabel verbinden. Es ist leichter, es reinzubekommen und vor allen Dingen vergisst man es auch nicht. Das ist nämlich ärgerlich. Ja, und dann kommt der Lüfter einfach wieder auf seine Position. Bei den WLAN-Kabel auf jeden Fall schauen, dass die wieder in der Führung hier drin sind. Weil wenn die unter den Lüfter kommen, dann können die ganz leicht verknickt werden. So wie hier. Deswegen gibt es hier eben auch nochmal, das ist quasi einfach oben, unten, oben. Da rein, genau. Genau. Und hier vorne gibt es ja auch noch so eine Positionierhilfe und dann fällt er auf die Gewinde und sitzt eigentlich direkt in der richtigen Position und muss eigentlich nur noch wieder verschraubt werden. Genau. Hier ist auch noch ein Gewinde, da war jetzt keine Schraube drin. Könnte aber eine drin sein. Ich weiß nicht, ob die bei dem Gerät jetzt einfach fehlt oder ob hier tatsächlich durch die Führungshilfe einfach nichts verbaut ist. Am Gehäuse ist auch keine Schraube auf der Höhe. Also ja, nicht wundern, falls hier doch eine drin sein sollte, dann müssen eben alle drei raus. Aber ja, in dem Fall waren es jetzt nur zwei. So, der Akku-Einbau. Genauso einfach wie der Ausbau. Auch der hat hier unten neben den eigentlichen Schrauben noch so kleine Hilfsöffnungen. Die kommen dann hier drauf und dadurch sitzt der eben auch direkt auf der richtigen Position, lässt sich nicht mehr bewegen und muss eben auch wieder nur verschraubt werden.
Und da erklärt sich übrigens auch schon die Schraube vom Lüfter eben. Das war natürlich jetzt dämlich von mir, aber die wird also vom Akku gehalten. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich auch, wenn man den Lüfter tauschen will, muss man zwingend auch den Akku ausbauen. Also da reicht es nicht nur, den Akku zu trennen, da der hier auch noch gehalten wird. Akku auf jeden Fall raus, um an den Lüfter ranzukommen. Ja, und ähnlich wie beim Lüfter auch, nicht vergessen am Ende auch den Akku wieder zu verbinden. Schauen, dass der Bügel hier ganz oben ist. Und dann wird er einfach von oben hier wieder drauf gesteckt und der Bügel wird zurückgeschoben über den Stecker. Und ja, dann kann man die Unterseite eigentlich schon wieder verbinden. Und die legt man jetzt einfach von oben auf das Gerät drauf und drückt die nach unten fest. Auch hier oben an der Seite, da sind überall, man hört das sehr gut, da sind überall Einraststellen. Damit am Ende schaue ich auch, ich gehe einmal um das Gerät herum, schaue, dass hier nirgendwo wie hier Lücken oder Öffnungen zu sehen sind, dass alles zu ist. Dann muss nur noch alles verschraubt werden, Aufsatz wieder zu einem T5 wechseln und ja, so schnell ging das. So, ich hoffe, das Video hat euch weitergeholfen. Wenn ihr noch Fragen oder auch Anregungen habt, lasst uns gerne einen Kommentar da. Und dann wünsche ich euch viel Spaß beim Schrauben. Bis zum nächsten Mal. Ciao.